Als Kind war ich immer in einem Freizeitpark in der Nähe von Mönchengladbach, und zwar im Toverland. Das war ein Mini-Freizeitpark, wenn man so möchte. Und daraus ist jetzt das hier geworden. Ein etwas größerer Freizeitpark, durch den wir uns heute natürlich schlemmen werden. Wir sind jetzt in Holland, wir sind nah an der Grenze Mönchengladbach. Wir brauchen wirklich 10 Minuten, dann sind wir hier rübergefahren gefühlt. Dementsprechend geht es heute da einmal richtig zur Sache und ich darf meinen Kindheitstraum nochmal wahr werden lassen, und zwar hier drin ein bisschen schlemmen. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt gleich da rein und wie immer, lasst doch ein Abo da. Bei 2 Minuten Abonnenten kriegt ihr den Gaming-Kanal von Julian Bam. Ist wichtig, wir sind nicht mehr weit weg. Also kann man schon mal ein Abo jetzt da lassen. Und natürlich fivi.gg, meine eigene Kochmarke, ist jetzt bald auf dem Markt. Dementsprechend schreibt euch ja schon mal ins Newsletter ein. Unter fivi.gg ist in der Beschreibung verlinkt. Das ist eine Holzachterbahn. Wir gehen rein und essen im ersten Restaurant. Fängt man noch den Tag gut an. Es gibt wieder die Snackautomaten oder, wie es gerade hier von den netten Mitarbeitern, die uns heute begleiten, genannt wurde, die Snackwand. Und da gibt es natürlich eine Snackmauer. Und da gibt es natürlich direkt eine Frikandel, wie es sich gehört. Einmal hier eine gute Frikandel, um in den Tag zu starten. Nichts gefrühstückt, nichts gemacht. Gibt auch wieder Veggie-Sachen hier und sonst irgendwie was. 2,50. Irgendwie auch irgendwie so geil für einen schnellen Snack. Ne? Du brauchst nur Leute, die das nachfüllen. Ist super chillig. Gemütlich und lecker wie eh und je, sage ich dir. 3,5. So oldschoolig, einfach mal mit einer Frikandel reinzustarten. Im Prinzip, wenn ich den Geschmack im Mund habe am Morgen, gehe ich eigentlich jetzt an den PC und mache eine kleine World of Warcraft-Session. Können wir später, ich habe einen Laptop dabei. Du hast einen Laptop dabei? So startet der Tag für mich richtig. Jetzt in Location Nummer 2. Die wird sehr ausgiebig. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Wir sind in The Flaming Feather. Zu Deutsch dann die brennende Feder. Kennst du sicherlich auch, ne? Ja, nee, klar. Ja. Ja. Ist schon mal gebrannt? Ja. Nein. Im Hintergrund seht ihr auch schon das kleine süße Lagerfeuer. Also es ist wirklich, wirklich süß. Wir sind auch im neuesten Bereich. Ne? Der ist so mittelalterlich angehaucht. Die haben hier so eigene Fabelwesen, ganz wild. Aber auch eine digitale Karte, die seht ihr jetzt hier schon mal eingeblendet. Die ist jetzt auf Holländisch, ich habe es hier nochmal auf Deutsch. Wir haben Vorspeisen hier noch komplett am Start, aber auch halt so komplett absurde Sachen. Sowas wie Carpaccio Grandios. Ihr seht jetzt hier auch noch, warte, ich habe hier das Bild davon. Das ist ein Rinder-Carpaccio mit Trüffelsoße, Pesto, und Grana Padano und Gianjo Banjanjo. Und dann nochmal knusprigen Bohnen obendrauf. Man sieht das hier, da ist auch Brot mit bei, das ist ja nur wild. 15 Euro zwar, also es sind Freizeitparks, aber ein gutes Carpaccio darf das auch mal wert sein. Ein schwieriger Satz zu sagen, ist Arsch wie Kohle. Das sind halt nur Vorspeisen bzw. Köstlichkeiten von Merlin, wie es hier heißt. Wir haben da noch Suppen, ich roll euch mal hier so ein bisschen mit runter. Da sind jetzt nicht die Suppen, sondern die Hauptgerichte, oder zu holländisch. Du bist ja Holländerin. Ja, hauptgerecht. Genau. Wir hatten noch die Vergleiche zu ein, zwei Parks, wo auch mal der ein oder andere Burger 25 Euro gekostet hat. Das ist hier sehr ähnlich. Wir haben Sachen hier vom Mixgrill. Wir haben Spare Ribs. Wir haben das gegrillte House Steak. Da ist auch in der Schalottensoße ein Ratatouille mit bei, ein Kartoffelspieß, ein Paprikadip. Super wild. Hier Sachen gemixt vom Grill. Das ist ein brennender Spieß. Gucken wir mal kurz. Mixed Flames. Gemischter Grillfleischspieß mit türkisch gewürztem Hackfleisch, mariniertem Hähnchensteak, Trüffel-Kartoffelgratin. Ich glaube, das ist das, was wir hinter uns hatten. Da ist ein Feuer, Nina. Ich glaube, ich werde mir das einfach bestellen. Das ist zwar eine Vorspeise und eine Hauptspeise, aber ich bin so interessiert gerade und ich habe, glaube ich, noch nie so heftige Sachen gesehen. Ist zwar ein happiger Preis, man muss auch sagen, die Leute, die uns heute begleiten, wollen uns einladen. Nichtsdestotrotz werden wir euch die Preise nicht vorenthalten, wie es sich denn dann auch gehört. Haben die auch gesagt, wir dürfen alles machen, alles tun, alles auch sagen, wie wir denn lieb und lustig sind, weil die wollen eine ehrliche Meinung dazu haben. Aber es sieht wirklich fantastisch aus. Was Süßes gibt es auch noch, das werden wir uns teilen. Das ist eine eingebackene Banane wohl mit gesalzenem Karamell, Banoffee-Perlen. Banoffee, das ist Bananentoffee. Bananentoffee-Perlen und einem Oreo-Eis drauf. Also ich glaube, wir sind hier noch schon so gefüllt, aber keine Sorge, wir haben wieder Tupper dabei, damit wir noch andere Sachen noch einpacken können, damit nichts weggeschmissen wird. Machen wir es mal zum Start in den Tag. Jetzt hier so ein kompletter Rundumschlag. Uiuiuiui, wir bestellen mal. Wir haben jetzt einen Spießbraten geholt, aber wird vielleicht angezündet. Oh Gott, da kommt es jetzt. Seid ihr bereit? Danke. Meine Mayo brennt. Also, aber meine Mayo brennt halt, ne? Also, das Ding ist halt, es glimmt jetzt halt so weiter. Aber ist nicht schlimm. Weißt du, das ist ja im Prinzip der Effekt, der da noch dazukommt. Meine Smoked Mayo. Wir haben eine neue Mayo bekommen, auch wenn jetzt natürlich die ganze Würze weg ist. Ne? Das war eigentlich der Effekt. Ich fange mal an mit dem Carpaccio. Das sieht ganz schön wild aus. Besonders der Salat hier. Wir haben noch so eingelegte Zwiebelchen. Geil. Die sind die besten. Ich fange mal an bei einem Carpaccio, handelsüblich mit dem kleinen Salat, der dabei ist. Gucken wir mal, ist wirklich worth it für die 15 Euro. Ist. Kleine angeröstete Cherry-Tomaten. Was ich schon ein bisschen weird finde, ist, dass hier das Pesto
nicht drauf ist, sondern an der Seite so gebracht wird, kann man doch auch drüber sprinkeln. Ist halt die Frage, ob aufgrund der Fülle des Restaurants, obwohl es jetzt auch nicht mit dem Außenbereich auch noch dazu nicht größer ist als ein handelsübliches, gutes Restaurant, ob es so ein bisschen vorbereitet ist schon zum Beispiel. Trüffelcreme, sehr lecker. Cooler Aspekt mit dem Crunch hier nochmal drauf. Schmeckt mir gut, hat auch nochmal eine gute Salznote. Das Pesto unterstützt das auch nochmal. Macht aber fast schon für mich so ein bisschen das Brot hinfällig. Hier unten drunter ist auch überall noch wirklich bis zum Rand Fleisch drauf. Also das ist schon so eine 4,8. Das finde ich schon doll lecker, muss ich sagen. Würde das hier kurz zur Seite tun und bediene mich dann mal dem Spieß. Würde ich dich schon mal darum bitten, Nina, du bist ja eine Maiskolbenbeauftragte. Würdest du mal den Maiskolben probieren wollen? Weil in der Zwischenzeit, während Nina sich den ready macht, schaue ich mal hier, wie das Stück Pute so aussieht. Denn das ist wirklich unfassbar juicy und zart noch. Ich mache mal ohne alles zuerst. Mmh. Boah, ist das lecker. Also, es sind immer noch 25,50 Euro, was heavy ist. Für Freizeitparkessen ist es leider in dem Metier, wo es normal ist, schon für so Restaurantbetriebe. Boah, ist das Fleisch gut. Wir haben hier, glaube ich, noch eine Barbecue-Soße bei. Ich dachte gerade, das wäre ein bisschen bitter, aber tatsächlich ist das noch ein bisschen von dem Alkohol, den die hier drüber gekippt haben, der jetzt noch an dem Fleisch dran war, weil ihr seht das hier, manche von diesen Hähnchenstücken sind so eingeknickt. Das heißt, hier unten drunter sammelt sich dann noch ein bisschen von dem Alkohol und hat man teilweise noch so einen leichten Alkoholgeschmack, der jetzt nachgezogen hat, weswegen das ein bisschen bitter war. Immer noch sehr lecker. Sicherlich in einem Freizeitpark das beste Chicken, was ich jemals gegessen habe, sage ich euch, wie es ist. Wie sieht es bei deinem Maiskolben aus? Darf ich den einfach so nehmen und da reinbeißen? Er ist gegrillt und sehr juicy. Er ist wirklich sehr lecker. Er ist ein guter Maiskolben. Wenn du den Maiskolben bewerten müsstest, wir machen eine Zusammensetzung aus allem. Was würdest du geben? Für mich ein besserer Maiskolben als der von KFC. Oh, und du liebst den KFC-Maiskolben. Den mag ich wirklich sehr gerne. Das ist für mich ist eine 4,5. Ich würde mich, glaube ich, mit dem Huhn bis dato auch anschließen. Das ist auch eine gute 4,5. Probier jetzt mal hier noch diese Hackwurst. Riecht auf jeden Fall ganz gut. Maiskolben zum Frühstück essen. Lecker, aber bei weitem nicht so gut gewürzt wie das Hähnchen, muss ich sagen. Hähnchen würde ich sogar noch höher gehen, würde ich sagen 4,8. Der ist bei mir eher eine 3,5. Gehe ich mal kurz in das Gemüse rein und schau mal da drunter. Da ist er tatsächlich, da ist der Kartoffelgratin, der Trüffelkartoffelgratin. Seht ihr das? Boah. Das ist süß. Das ist salzig. Das Gemüse ist on point durch, ist nicht zu viel. Du hast immer noch den Steaming Hot Käse von unten. Es ist deswegen schön cremig. Das Gemüse ist so glasiert, auch in irgendeiner Soße oder so noch. Das ist so lecker. Boah, das ist ein rundum sehr gutes Gericht. Mhm. Mit dem, was ein bisschen schlechter war, können wir uns, glaube ich, hier auf eine gute 4,5 auch einigen. Das ist wirklich ein Traum. So, Timo, ich probiere jetzt mal dein veganes Curry. Wir haben Couscous hier drin. Wir haben fette, was sind das, frittierte Walnüsse? Nee, das waren einfach so gemixte Nüsse, stand auf der Karte. Ah, bringt nur eine ganz süße, also zuckrig-zimtig riecht das. Und das mit so einem Couscous kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ist hier noch was Wilderes drunter, da ist noch ein bisschen Gemüse drin. Alles mega lecker. Also die Kombination Weihnachtsmarkt-Feeling von diesen gebratenen Nüssen mit Couscous ist auf jeden Fall eine wilde, aber eine, die ich sehr gut finde. Und guck mal, du hast an der Seite hier noch dein Gemüse in der Currysoße eben. Das ist ja dementsprechend auch ein Curry. Mm. Perfekt bissfest, ist nicht so matschig, weißt du, wie wenn du so ein Gemüsecurry häufig hast, weil es dann so ein bisschen super flopschig ist, super bissfest, aber auch jetzt nicht zu hart, wirklich durchweg lecker. Da würde ich mich auch, ähnlich wie hier, mit allem mit einer 4,5 anschließen. Ja, finde ich alles top, muss ich sagen. Wir gucken mal, wie es bei uns im Magengefühl aussieht bei einem Nachtisch, weil der ist zwar cool, aber jetzt auch nicht so wild, denn wir haben ja noch ein bisschen was vor uns und ich möchte mich jetzt auch nicht überessen direkt am Anfang. Nichtsdestotrotz muss man kurz berücksichtigen, ich rechne kurz nur im Kopf zusammen. Insgesamt ist es eine 4,6, wenn wir dem Carpaccio schon eine 4,8 gegeben haben, das stimmt, ja. Nichtsdestotrotz sind wir fast bei 20, 25, jetzt muss ich Kopf rechnen, die beiden absoluten Mathe-Nulpen direkt jetzt. 60 Euro für diese drei Sachen, ne? Gibt aber auch noch kleinere Stände, die gucken wir uns jetzt gleich an. Wir essen jetzt erstmal. Das vegetarische Angebot hier wird immer weiter ausgebaut, wurde uns gerade auch noch mal gesagt. Wir haben übrigens heute die Dame mit dabei, die die Cousine des Geschäftsführers gerade ist. Und der ist der Sohn vom Eigentümer. Das ist eine Familie, die den Park hier leitet. Das ist jetzt kein großes Thema, was dahinter stand. Überall diese eingelegten Zwiebeln, also diese pickled Zwiebeln, das ist eine vegetarische Wurst. Deswegen das vegetarische Angebot wird immer größer gemacht. Und das hier ist ein Crazy Bun. Das ist ein Brötchen gefüllt mit Pudding. Je nach Farbe, da gibt es verschiedene, auch ein anderer Pudding mit dabei. Fangen wir aber erstmal an. Veggie-Wurst, glaube ich, immer das kritische.
wusste, aber habt ihr schon mal in einem Freizeitpark so ein crazy schön angerichtetes Gericht gesehen? So frisch und so schön noch nirgendwo. Für 10 Euro halt wohl, ne? 10,50. 90. Ja, so weit konnte ich nicht gucken, das wird so klein. Das war schon in der Reihe beim Augenarzt, wo ich rate. S, das ist eine 9. Yo! Boah, schön angetoastetes Bun, so ein Brioche-Bun. Ich vergesse, das Plastik von der Wurst zu entfernen. Ich glaube, das soll einen Kunstdarm darstellen. Das, was man immer bemängelt bei Veggie-Würsten, ist ja, dass es so eine mousige Konsistenz hat. Das ist hier genau das Gegenteil. Das ist super fest. Problem ist nur, dass deine Nase immer mit ist. Also es ist sehr senfig, das Erlebnis gerade. Ich finde das sehr lecker. Ich finde, das hat auch gar keinen so starken Eigengeschmack oder schmeckt wie irgendein crazy Ersatzprodukt. Ich bin immer noch irritiert, dass es überhaupt Veggie ist, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich habe so eine Wurst noch nie gegessen. Finde ich bis dato ist die leckerste Veggie-Wurst, die ich bis dato hatte. Super spannend von der Konsistenz, nur dieser Kunstdarm drumherum ist irgendwie ein bisschen wack. So ein bisschen Gelee-artig, soll bestimmt eigentlich zerfließen. Vielleicht war es auch so, weil wir es ein bisschen am Stehen lassen, aber lecker, ne, drumherum. Übel lecker. Geiler Salat, die Zwiebeln sind geil, Frühlingszwiebelchen schmeckt man jetzt nicht so crazy raus. Eine gute Soße drunter nochmal, also ein bisschen Check-up ist es nämlich mit Senf einfach nur. Also es ist ein rundum geiles Paket, aber heftiger Preis natürlich. Nichtsdestotrotz, es kommt hier gerade auf den Geschmack an. Geschmacklich ist es bei mir safe eine 4,5. Das ist die beste Veggie-Wurst, die ich in meinem Leben hatte. Weiter geht's mit unserem Crazy Bun. Das hier, wie gesagt, wird von der Bäckerei hier um die Ecke hergestellt, extra für die. Und dann schauen wir mal, was wir für einen Pudding drin haben. Schoko. Es wird natürlich wegen der Schokoladenschicht kühl gelagert. Macht das Brioche-Bun dann dementsprechend ein bisschen härter. Mm. Finde ich lecker, finde ich gut. Schmeckt ansonsten für euch da draußen zum Vergleich ein bisschen wie so ein Donut. Also so von allem drum und dran. Donuts finde ich alright, gefüllte Donuts finde ich ganz geil. Schoki-Geschmack sehr intensiv. Nichtsdestotrotz eher bei mir, gerade wenn ich das in so einem Vergleich sehe, eine 3,7. Der erste Bereich ist damit aber zumindest foodtechnisch von uns ganz gut versorgt. Wir halten uns hier an die App. Es ist wirklich live aktualisiert mit Standort-Tracking, wo man denn genau ist. Und ich würde sagen, für den ganzen Bereich hier gibt es noch so eine kleine Rundfahrt. Im Hintergrund sieht man diese Wassergondel. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns auch den ganzen Bereich mal von jeder Ecke an und gondeln ein bisschen, damit wir verdauen können. Ne? So gehört sich das. Die wilde Reise beginnt jetzt. Wir sind auf Merlins Quest. Damals noch. Mit echten Enten. Mit echten Enten? Tatsache, jetzt hier einfach eine Ente verirrt. Was geht bei dir, Kollege? Boah, die elektronischen Animationen sind so gut in Holland, ey. Also bis dato weiß ich noch nicht hundertprozentig, was hier passiert. Hier blubbert das Wasser so ein bisschen, als wäre da was Großes drunter. Ich habe auch schon mal gesehen, dass da taucht nichts auf. Oh, da könnte was auftauchen. Das habe ich immer in meinen Albträumen. Siehst du das? Das guckt uns an. Bis dato ist ansonsten auf den Drachen nicht viel Storytelling hier dabei. Ne? Also Merlin hat jetzt noch nicht so viel gezeigt, aber wir kommen jetzt gleich in eine dicke Höhle. Und ich glaube, da geht's richtig ab. Das seht ihr jetzt, wie es richtig abgeht. Das ist eine Pflaume. Oh, guck mal da, Digga. Jetzt sind wir in einem Food Court angekommen, offener Food Court. Da sind 5 Stände drin. Wir haben einmal Burger, wir haben einmal einen Döner, also so Dürüm und türkische Pizza gibt's da auch. Einmal so ein Soft-Eis, da ist auch relativ viel los. Kuchen, da steht auch Nina schon und bestellt uns was, weil wir holen uns da jetzt nämlich so einen Regenbogenkuchen. Und dann nochmal, ja, wie so Brunch-Sachen, also Wraps und so. Für uns das Interessanteste ist hier der Kuchen, weil die haben hier tatsächlich einen Regenbogenkuchen. Das kommt jetzt sofort und da gibt's noch so kleine holländische Küchlein, so kleine Pies. Was Süßes kann man doch immer vertragen, oder? Denn hier nach geht's nochmal weiter in das nächste Abteil. Und da ist, glaube ich, sogar ein Biergarten und noch vieles weitere. Wir holen jetzt erstmal ein kleines Küchlein. Zwei Sachen sind geholt worden. Einmal haben wir unsere kleine Tar. Ich glaube, es ist mit Apfel. Apfelrikose. Und dazu gibt es noch einen Regenbogenkuchen. Den wollte Timo unbedingt. Holzbesteck, gleichzeitig aber auch noch ein Messerchen dran. Also in bekannten Fachkreisen der Survival-Menschen. Da bin ich auch einer, voll mehr ein großer Survival-Typ. Ich kenne mich also dementsprechend aus und muss sagen, so ein Knife und Fork Knorf ist auf jeden Fall immer wichtig und richtig, gerade beim Küchlein. Probieren wir erstmal hier. Boah, ist so ein richtiges Gelee. So ein bisschen säuerlich,
ein bisschen Bitterstoffe. Insgesamt aber nicht so schlecht, denn der Teig ist recht süß. Es ist auch sehr schön weich, weil es natürlich jetzt schon länger da liegt, aber alles in allem ganz gut. Dennoch für mein Gusto eher eine 3,5, muss ich sagen. Dazu gibt es aber natürlich noch den Regenbogenkuchen. Verschiedene Schichten, manchmal mit verschiedenen Flavors. So eine gute Buttercreme höchstwahrscheinlich. Wir haben Blau, Grün und Gelb. Schmeckt nur nach Buttercreme. Komm. Rot und Orange und leicht Gelb haben auch nur nach Buttercreme geschmeckt, so wie ich es mir gedacht habe. Es wird toll für Timo sein. Für mich schmeckt es eher wie eine Benjamin-Blümchen-Torte. Also finde ich insgesamt, hole mich noch weniger ab, weil es einfach nur dieser ganz leichte Butterfilm. Und wenn die dann auch schon ein bisschen liegen, wird auch der Teig so ein bisschen pappiger. Ist vollkommen durchschnittlich, ist bei mir eine 2,5, das schlechteste heute. Aber wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Hier gibt es noch ein, zwei größere Lokalitäten und die will ich abchecken. Und gerade hier in Holland zu wissen, wie die ein Brauhaus oder einen Biergarten nachempfinden, dafür bin ich doch da. Wir gehen jetzt weiter. Spritzgebäck. Wir sind am Biergarten, aber ihr seht schon, der Wulperdinger schläft. Das ist ein bayerisches Fabelwesen. Das weiß Nina. Naja, was weißt du noch für Sachen? Er hat eine Sellerieknolle im Geweih. Und manchmal wacht er auf und sagt, wo ist mein Bier? Ich brauche ein Bier. Hey, hallo da. Guten Tag. Willkommen in den Biergarten. Die drei Träumtjes und Träumtjes und Träumtjes. Er kommt kein Ende an. Zwei Bier bitte. Okay, also hier hätte man tatsächlich auch nur Bier trinken können. Ich dachte, das ist auch eine Essenslocation. Man kriegt auch dann wieder nur so Erdinger, die sponsern meistens in so Freizeit. Die sponsern in so Freizeit. Mann, auf Deutsch redet der viel weniger. Also, man kriegt hier so oder so nur Bier ausgeschenkt. Ich habe aber auch ein selbstgebrautes. Das heißt Magical Beer. Ich glaube, das gibt es auch an den kleineren Ständen. Ich werde mal gucken, ob ich mir das wenigstens noch irgendwo organisieren kann für die etwas kleinere Experience. Und es ist deren eigenes Bier, glaube ich zumindest. Oder magisch, kein Plan. Was in Holland viel bedeuten kann. Finden wir gleich raus, weil hier in der Mitte ist auch nochmal ein Food Court. Ich glaube, das sind aber gespiegelt die Food-Sachen, die wir auch da draußen hatten. Wir gehen mal rum, vielleicht finde ich irgendwo ein Bier. Ich sitze nicht im Biergarten, wie ihr seht, aber ich sitze jetzt einmal hier in diesem Food Court. Das ist ja in der Mitte so ein Rondell. Und da ist tatsächlich ein neuer Stand dabei gewesen. Ansonsten sehr identisch mit dem, der draußen war. Sind sehr nah aneinander, ist ein bisschen weird. Plus wir sind halt in der Halle, füll mal hoch. Das ist im Prinzip das, wie es früher hier auch war, weil das war nur eine dieser Hallen, als ich ein Kind war. Und jetzt ist das halt dieser ganze Park drumherum. Nichtsdestotrotz, ich habe dieses Bier gefunden an einem neuen Stand, den wir dementsprechend hier gesehen haben, und zwar ein Pasta-Stand. Mano Pizza. Wir spezialisieren uns jetzt mal auf die Pasta. Ich habe mir eine Spirelli Arrabbiata geholt, damit es richtig scheppert. Aber das Bier auch. Das ist tatsächlich ein Toverland-Bier. Guck mal hier. Hier steht es auch. Open for magic. When you open this can, you immediately taste it. It's full of passion and inspiration. Also das ist magisch gebraut. Ich bin jetzt bereit. Oh, das schmeckt wie ein Craft-Bier. Das ist so super floral, aber nicht so crazy. Hier steht als Zutat tatsächlich, I shit you not, a sprinkle of magic. Ich find's alright. Ist bei mir eine 3,5. Wir warten mal eben auf die Pasta. Die wird da gerade eben frisch zubereitet. Und dann wird sich einer reinschnabuliert. Bis dahin habe ich hier so ein Ding, so ein Bibelteil. Sollen wir das einen coolen Übergang machen lassen zur Pasta? Dann jetzt ein handgefertigter Übergang von Dustin, wie die Pasta hier vor mir steht, mit dem leckeren Bier. Da ist die Pasta. Danke, Dustin, für diesen tollen Übergang. Pasta, Nina hat es gerade noch mal mit aufgenommen. Wir zeigen euch mal die Bilder. Wurde hier frisch zubereitet, vorne in so Pfannen, also so in einem Vapiano-Style. Für 10 Euro mit noch ein bisschen Rucola drüber gekippt und einfach fetten Parmesanplättchen. Da haben wir auch nicht extra bezahlen müssen, die waren einfach dabei. Sieht zumindest sehr gut aus, riecht auch wirklich crazy. Nudeln. Ein bisschen über al dente. Dafür schmeckt die Soße echt nicht nach so viel. Du hast einen ganz leichten Tomatengeschmack, keine Schärfe, also wirklich nicht so viel. Ich nehme mal so ein Parmesanplättchen dann noch damit oben drauf. Aber ansonsten wird hier der Parmesan eher den Geschmack regeln als die Soße. Kommt auch nichts. Es ist zu wenig Soße dran einfach. Du hast zwischendrin mal so ein paar kleine Tomatenstückchen, machen dann noch mal so ein mundiges Flavor. Du hast auch nicht mehr
mehr Soße, denn den Behälter möchte ich lagern. Ah, die hatten nicht mehr Soße, aber das ist dann irgendwie auch schade. So, du musst ja trotzdem gucken, dass du allen so das Gleiche irgendwie so anbietest. Es sieht auch nicht aus, als wäre es zu wenig, wenn man sich so eine Nudel nimmt. Aber wirklich diese kleinen Flakes sind das Einzige. Ja, es war schon sehr wenig. So schmeckt es leider auch. Schmeckt ein bisschen mehr nach Nudel als der Rest. Dazu immer, wenn selbst ein bisschen Rucola draufkommt, finde ich das immer übel geil. Da steht noch Essig und Öl, kann man sich höchstwahrscheinlich selber machen, aber dass sie vielleicht so ein eigenes Dressing dazu machen, was dann so da passt, weil die Auswahl bei den Soßen ist Bolognese, Arrabbiata und eine Carbonara. Nur diese drei Sachen finde ich per se gut, weil dann spezialisiert man sich auf Soßen, aber dann sollte man die auch alle da haben. Ansonsten leider dementsprechend sehr wässrig, obwohl die Nudeln al dente sind und mit so ein bisschen Geschmack, ist dementsprechend echt leider eine 2 so. Also sind gute Nudeln, aber schmeckt halt nach recht wenig. Ja, was soll man da dann groß geben? Naja, aber wir sind ja noch nicht am Ende angekommen und hüpfen noch mal ein bisschen weiter, unter anderem in die nächste Halle. Wir sind am Ende angekommen. Natürlich, wie bei so vielen Freizeitparks auch, das ist absolut nichts Exklusives, ist hier manchmal auch ein bisschen Mitarbeiterengpässe, deswegen können leider nicht alle Stände offen haben. Aber ich habe mir jetzt dazu ein Crazy Face geholt. Kostet 2,95 Euro. Ja, ist ein Softeis, ne? Softeis ist immer die ersten zweimal geil und dann muss man nur noch von unten so ablecken, damit es einem nicht runtertropft auf die Finger. Das schmeckt wie normales Softeis. Eher im Bereich 2,5. Die Augen. Oh mein Gott, das ist purer Zucker. Timo hat sich noch ein paar Nachos gewünscht mit Käse. Da sind wir jetzt aber bei, ich glaube, 7,95 Euro, also fast 8 Euro für ein paar Nachos. Ist schon heavy, muss ich sagen. Rock am Ring waren, glaube ich, 10 Euro oder so. Wir haben oben drüber noch eine Salsa, wir haben Käsesoße, wir haben frische Petersilie und ein paar Jalapenos. Muss ich sagen, finde ich ganz cool, auch wenn du die Käse nimmst und dann noch Käse drauf ist. Dass da noch Tomate mit bei ist und so ein bisschen Barbecue-Soße. Da gehe ich sogar hoch, weil ich ein bisschen Abwechslung habe. Und gebe dem, glaube ich, eine 3 von 5. Das finde ich fein. So, wenn das jetzt schon war, ist das Video jetzt zu Ende. Und zwar genau jetzt. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss.